Hallo und herzlich willkommen hier auf Abonbude TV zu einem weiteren Let's Play. Und zwar geht es heute um Tom Clancy's The Division. Wir zeigen euch heute mal was ganz Spezielles. Und zwar haben wir uns gedacht, da es ja die Runde momentan im Internet macht und auf Reddit im Forum überall gepostet wird, das russische Konsulat, der Game Glitch überhaupt. Also hier kommt ihr halt sehr schnell an echt High-End-Items und an Crafting-Materialien, die ihr hier echt ganz einfach farmen könnt. Das Ganze dauert pro, ja, 4 Waffen ungefähr, droppt der Boss und vielleicht noch ein Waffenmagazin oder sonstiges. Es dauert halt ungefähr 1-2 Minuten, ehe der Boss down ist. Na, 2 Minuten ist schon zu viel, 1 Minute, dann ist der Boss halt down. Und ihr könnt ja ausrechnen, pro Minute 4 Waffenteile plus Werkzeug etc. Also hier kommt schon einiges an Crafting-Materialien zusammen. Das ist nicht erlaubt, das ist auch klar. Deswegen zeigen wir euch aber trotzdem, weil es ja die Runde macht. Und ich habe heute zwei Leute, beziehungsweise zwei Freunde von mir eingeladen, die mir dabei helfen. Und zwar ist es einmal hier Loka One. Hallo. Und einmal der Outhills, der bei mir auch im Clan spielt. Moin. Und wir haben schon mal hier etwas für euch vorbereitet. Und zwar, beziehungsweise, ne, ich fange von vorne an. Das russische Konsulat kennt ihr von Ashida in der Main Story. Das müsst ihr einmal auf dem Schwierigkeitsgrad herausfordernd durchspielen. Also ihr spielt das ganze russische Konsulat bis zum Endboss, bis ganz vorne an die Türe, das zeige ich euch gleich. Dann lauft ihr einmal komplett durch das russische Konsulat zurück, geht dann hier den Weg hoch und kommt dann hier hinten aus an der Mauer. So, was wir aber schon zu dritt vorbereitet haben, weil das ja ungefähr 5 bis 10 Minuten Zeit in Anspruch nimmt, ist diese Wand. Diese Wand ist normalerweise zu. Könnt ihr aber, wenn ihr in verschiedenen Positionen und Winkeln auf diese Wand hier schießt, geht diese Wand kaputt. Und dann habt ihr hier ein wunderschönes Loch zum Durchgucken. Hier könnt ihr auch durchschießen. Und das Gute daran ist, die Gegner von der anderen Seite können euch dadurch nicht abschießen, weil für die ist diese Wand noch da. Das heißt, die sehen euch gar nicht. Aber man kann halt gut durchschießen. Ihr bekommt also keinen Schaden. Außer wenn die halt mal eine Nade drüber werfen, dann schon. Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. So. Wenn ihr den Boss getötet habt, dann geht ihr hier vorne an die Ecke. Und wie ihr es gerade schon gesehen habt, drückt ihr einfach die Taste nach rechts, um über den Sandkasten hier zu kommen. Das seht ihr unten und drückt zweimal gleichzeitig die Leertaste. Somit kommt ihr hier rein. Ist also ganz, ganz einfach. Falls ihr damit aber Probleme habt und nicht reinkommt, das gleiche geht nämlich auch hier. Wenn ihr nämlich gelootet habt, da die Items liegen nachher da hinten alle, macht ihr das gleiche hier. Guckt auf den Boden, seht, wenn der Pfeil kommt. Wenn er voll ist, drückt zweimal Leertaste und springt hier wieder raus. Aber wie gesagt, falls euch das zu schwer ist, geht einfach in euren Fähigkeiten rein. Nehmt hier die mobile Deckung, Mod-Erweiterung. Die Deckung bietet mehr Schutz und kann zwei Personen schützen. Wählt diese aus an irgendeinem beliebigen Platz, an Q oder E. Geht zum Beispiel, okay, wir zeigen es erstmal von draußen, stellt euch hier hin, stellt diese Wand dann hier ab, lehnt euch dagegen und somit seid ihr auch hier drin. Also ist alles kein Problem, das gleiche geht natürlich auch auf der anderen Seite. Dann stellt ihr die Wand von hier, stellt die hier vorne hin, springt dagegen bzw. läuft dagegen und dann könnt ihr wieder rausgehen. Also das ist alles gar kein Problem. So, und jetzt zeigen wir euch direkt natürlich, bevor ich hier die ganze Zeit weiter quatsche, aus den zwei Variationen, also aus den zwei Perspektiven, wie man den Boss halt legen kann. So, der Autist, der geht jetzt erstmal da rein und lässt sich von dem Boss killen. Und wir zwei verstecken uns hier hinter den Sandsäcken. Nehmt am besten, wenn ihr das macht, die Leute, die draußen stehen, das könnt ihr natürlich am besten zu viert in einer Vierergruppe machen, nehmt jeder in den Fähigkeiten, nehmt ihr alle Damage-Spells, die ihr zur Verfügung habt. Das ist hier unter Medizin, bei dem Impulsgeber. Nehmt ihr taktischen Scanner. Der Schaden erhöht sich beim Angriff auf feindliche Ziele, die durch den Spürimpuls identifiziert wurden. Den nehmt ihr rein. Dann habt ihr hier unter der ersten Hilfe den Posten steigert neben dem normalen Heileffekt vorübergehend den Schaden für die Geheilten. Das nimmt jemand rein. Dann, ganz wichtig, Hilfsposten, Munitionslager, Verbündete in der Nähe des Gerätes werden beim Nachladen mit Munition versorgt und die Cooldown-Zeit für Fertigkeiten vermindert sich.
Das stellt ihr immer am Anfang des Bosskampfes, weil ihr werdet merken, dass ihr sehr, sehr schnell keine Munition mehr habt. Deswegen stellt einer am Anfang des Fightes immer dieses Munitionspaket und somit könnt ihr 10 Stunden farmen, wenn ihr Bock habt und werdet nie out of ammo rennen. Dann haben wir noch eins, was euren Damage verstärkt, und zwar ist das die Befestigung. Mit dem Trapper, feindliche Ziele in befestigter Deckung verursachen weniger Schaden, erleiden aber selbst mehr Schaden. So, das könnte man auch nehmen, das nehme ich zum Beispiel immer. Auch wenn ich jetzt halt PvP mache etc., ist nämlich halt sehr, sehr stark. Oh, ich habe es nicht ausgewählt. So, das hier setzen wir mal auf E, weil wir brauchen unsere Wand ja nicht. Wir können dann mal so reinspringen. Haben wir ja schön geübt. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie das Ganze hier funktioniert. Der Autist, der ist jetzt halt da drinnen. Er läuft jetzt gleich die ersten 2 Treppenstufen hoch. Das zeige ich euch aber gleich. Dann wird dieser Boss hier, der Endboss, getriggert. Der steht dann da an der Stelle. Und wenn er da ist, portet sich Autist per Taste O. Da kommen wir in die Gruppenverwaltung. Klickt er halt einen auf unseren Spieler hier. Und klickt dann Blitzreise zum Spieler. Dann steht er dann hier bei uns draußen und könnte mit Damage auf den Boss machen. Da hinten steht der Boss jetzt schon. Den töten wir jetzt einfach mal ganz, ganz schnell. Da hinten ist er. Wir töten den Boss zu dritt. Oder auch als zu viert. Kann man halt zu zweit, zu dritt, zu viert machen. Da hinten liegt der Loot. Der Boss ist down. Der Spieler, der sich gerade reingeportet hat, springt jetzt da rein. Lässt sich hier sterben. Nimmt seinen Loot am besten noch mit. Lässt sich hier sterben. Hier kommt die Nate, Achtung. Warnung, ein Agent aus ihrem Team braucht sofortige Hilfe. So, der Boss ist resettet, nachdem er gestorben ist. Also ihr müsst auf jeden Fall hinter dieser Wand hier stehen bleiben, sonst resettet der Boss nicht. Und jetzt liegt das, der liegt der Loot da hinten. Ihr könnt jetzt wieder hier reinspringen. Geht hier rein, wie ich eben schon sagte, schaut hier. Da ist der Loot. 2 Waffen, ein Holovisier, ein Leistungsmod. Das heißt, ihr bekommt schon mal 4 Waffenwerkzeuge, ein normales Werkzeug, ein Elektronik- und Sprühstreifen rot-weiß. Ja, das ist natürlich der Waffenskin. Ist natürlich nicht so toll, wenn der halt droppt, aber was man hat, das hat man. So, dann geht er hier wieder raus, geht an diese Box, schaut auf den Boden, der weiße Pfeil kommt. Okay, ich hab's verkackt. Doppelklick Leertaste und zum Seite wieder draußen. Jetzt zeigen wir euch das Ganze nochmal. Der Autis rennt jetzt von da hinten. Da können wir es schön sehen. Rennt die Treppen hoch, bleibt jetzt da stehen. Der Boss triggert, er portet sich raus. Wir killen hier wieder den Boss. Ganz easy going. Mal hier einen Damage Buff anmachen. Killen den Boss. Leider keine Crits dabei. Da war einer. Boss ist down. Autis ist hier. Geht wieder rein. Stirbt. Und das gleiche könnt ihr halt stundenlang machen. Und gleich zeige ich euch aber noch, beziehungsweise wenn er jetzt down ist, kann er sich mal zu mir teleportieren. Dann zeige ich euch das Ganze mal aus seiner Perspektive. So, er stirbt jetzt. Boss resettet. Ihr könntet wieder reingehen und looten, aber ich empfehle euch halt, ihr könnt halt 6-7 Runs warten. Also wenn ihr 6-7 mal den Boss getötet habt, geht ihr rein looten, holt euch das ganze Zeug raus. Und dann könnt ihr es hier halt hier draußen disentschaden. Er kann jetzt mal zu mir teleportieren. Ich werde jetzt hier reingehen, den Boss triggern. Werde mich dann sterben lassen. Hole den Loot ab, lass mich hier sterben, laufe hier raus. So, da kommt der Boss. Bin tot. So, zeige ich euch das aus dieser Perspektive. Falls ihr natürlich auch keine Munition mehr haben solltet, also die Leute, die draußen stehen, können sich natürlich sterben lassen, wenn sie wollen. Holen sich hier Munition, könnt ihr hier auffüllen und teleportiert euch dann raus. So, und die Leute da hinten sind bereit. Dann geht man hier langsam die Treppen hoch, geht dann hier zu diesen 2 Lampen. Der Boss triggert. Ich drücke O, teleportiere mich dann zu Autis. Blitzreise zum Spieler. Ihr seid also nicht in Fight, wenn ihr direkt an den Lampen stehen bleibt. Deswegen könnt ihr euch hier noch teleportieren. Sind damit jetzt draußen. Die 2 erledigen den Boss. Boss ist down. Ich gehe rein.
besetze den Boss, falls ob es da kommt, könnte looten und das gleiche geht von vorne los. Also wie ihr seht, eine ganz, ganz einfache Sache, somit kommt ihr sehr, sehr schnell an Crafting Materials oder an High-End Waffen, ist aber nicht erlaubt, sage ich euch gleich, würde ich euch also nicht empfehlen, das zu tun. Aber ich wollte es trotzdem mal zeigen, da halt da so oft drüber gesprochen wurde. Und ja, ich hoffe, das kleine Let's Play bzw. Glitch-Bug-Video hat euch gefallen. Und falls es euch gefallen hat, denkt wie immer daran, ans Liken, ans Kommentieren, ans Abonnieren. Und ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.